just to take care of these organs, you have so many specialists. Und die besten haben wir ja für alle die einzelnen Organe, unsere Fachärzte. We have liver specialists. Nieren-Spezialisten. Everything, you know. Alles gibt es Spezialisten. When my master told me one time, he said, you know, if you take care of the five major organs, make it strong. Und Master Chias Lehrer hat ihm dann wirklich als eines der ersten Dinge gesagt, wenn du auf die fünf Hauptorgane aufpasst, das macht dich stark. It can help you solve a million problems. Das kann dich wirklich dazu bewegen, eine Million Probleme zu lösen. Now we don't do anything with this. Absorption, digestion, absorption, we don't do anything with it. Aber wir kümmern uns nicht genügend darum, um diese Haupttätigkeiten. And when they get problems. Und wenn sie aber dann anfangen, Probleme zu machen, you need a lot of specialists. Dann brauchen wir eben eine Menge Spezialisten. You need a lot of multi-million euro dollar machine to check it. Dann braucht es wieder die super, super teuren Maschinen, um das alles zu überprüfen. Sometimes you go to one hospital, another hospital, an expert, an expert, an expert. Und wir kennen das ja von vielen Leuten, die dann von Hospital zu Hospital wandern und von Experte zu Experte und keiner findet was richtig. Oh, I find something, we find something for you. Aber wenn dann schließlich jemand kommt, der was findet, dann sind alle glücklich. So from my master said, if you don't take care of this, you need a million method and machine and expert to fix this five major organ. Big trouble. This is very complicated. Und Master Chias Lehrer hat ihm wirklich eindringlich gesagt, also wenn du dich nicht darum kümmerst, dann wirst du irgendwann mal ganz viele teure Ärzte brauchen, um dir zu helfen. Now another part is so, I did so long and I now more and more understand because the West are so good in anatomy. Also Master Chia unterrichtet ja schon ganz lange und aber das Schöne ist in der westlichen Anatomie da gibt es ganz viele Erklärungen auch. And my master always emphasized me. You have to be able to feel and see your organ. And you have to answer, you see, all the olden time, this is how they draw the organ. Und hier sind zwei Abbildungen, die dementsprechend, was Master Chias Lehrer ihm gesagt hat, du musst lernen, deine Organe zu spüren, zu fühlen und zu sehen. The lung look like leaf, you know, and all these things look pretty. It's just amazing part. You know? Und dann wurden auch, nothing close, you know? Und dann wurden auch immer so Vergleiche aus der Natur herangezogen, um so Bilder zu verstärken. But they try to understand the physical because the Tao practice is that you need an image. Und im Tao legt man eben darauf Wert und sagt, man muss eben auch ein Bild haben. So a lot of systems they develop an image, but it's not your body, the outside image. Also viele Systeme produzieren ja auch so Vorstellungen und Bilder außerhalb von uns. So when I studied with my master, it's very simple. He said, look, turn yourself into your organ. Turn your mind into see your organs. Und deswegen ist das Prinzip, was auch dann sein Lehrer ihm mitteilte, wende dich nach innen und versuche dein Organ zu sehen innen. So the Tao said, your organs is the temple of your soul and the spirit. Und es hieß dann eben, deine Organe sind die Tempel für Geist und Seele. Like the Bible said, Jesus said, our body is the temple of God. Und vergleichsweise gibt es ja auch im Christentum, in der Bibel den Satz, euer Tempel ist Gottes, nein, euer Körper ist Gottes But Tempel. But very detailed. What organ, what temple, what organ, what color, what organ, what soul and spirit stay. It's very clear, does it? Und im Taoismus ist das Bild noch spezifizierter. Your brain has many nervous systems connecting to the heart. Also unser Gehirn hat wirklich viele Nervenverbindungen zum Herz. Yeah, you believe that? You believe it, you have connection, that's all. Und das Interessante ist, yes, sobald wir das glauben, können wir auch diese Verbindung herstellen. The brain run everything. Das Gehirn We use the brain to run everything outside, but we never use the brain to fix the problem inside.
wir benutzen ja das Gehirn, um insgesamt zu funktionieren, aber wir benutzen es nicht, um uns wirklich mit unserem inneren Leben zu beschäftigen. So you see, the nervous system from the brain are very closely connected to the heart. Und hier sehen wir also in diesen Abbildungen entsprechende Verbindungen. Now, if you put your mind connecting to the heart. Und wenn wir jetzt eben unser Gehirn, unseren Verstand, unsere Aufmerksamkeit zum Herzen hinwenden. Now, eyes like to see image. Unsere Augen hängen ja an Bildern. So you say, turn your mind and your eye and the heart down. Und deswegen heißt es eben auch Augen, Gehirn runter zum Herzen hin zusammenführen. And I love my master and I like, you know, I like so much. Because and as simple, you don't have to do too many complicated things. If you know, if you have some simple anatomy, basic, and you hold the image of the heart and you see the image, you know the location, you turn your mind and eye down and hold the image of the heart, you in contact. Und es ist wirklich ganz einfach. Wenn wir unsere Augen mit dem Gehirn verbinden, das Gehirn wiederum im Herzen und das konzentriert machen, dann haben wir sofort diese Verbindung hergestellt. So this sometimes we call the emperor. Wir bezeichnen das ja auch als Herrscher. Emperor, Kaiser, oder and Kaiser. Or President or Prime Minister. Präsident lassen wir mal lieber. And the eye, the cabinet. Und die Augen sind aber ganz wichtig. And the heart work like general. Und das Herz, das wird verglichen mit dem General. So that's why if you put the president or the emperor down into the matter, into the problem, it fixes the problem. Wenn wir also den obersten Herrscher dann eben runterbringen, dann können wir damit mit dieser Kraft dann unsere Probleme lösen. But the president go out and have dinner. When they have disaster and the general have a big dancing party with a girlfriend and all these things not go. Aber wenn dieser Herrscher, ich habe im Moment Schwierigkeiten mit Präsident, muss ich sagen. Also wenn dieser Hauptverantwortliche dann wirklich sich nicht mit allem Möglichen im Äußeren und mit Vergnügungen beschäftigt, sondern sich nach innen, dann besteht eben die Möglichkeit, sich zu reparieren. The mind is out. The eye is out. The heart is out. Nobody is there to solve the problem. Und dann ist es wirklich so, als ob man wirklich, wenn der Verstand, die Augen, das Herz, alles ist immer nach außen gerichtet. And that's so simple. Aber dabei ist es doch so einfach. Know the heart. Man, you touch mind to the heart. Man kennt sein Herz, man lächelt, man berührt es, man lächelt in das Herz. And now you put your mind, your eye, your heart into the heart. Und jetzt kommen diese drei Kräfte, Augen, Gehirn und Herzenergie zusammen im Herzen. And you started to focus now energy. Und man fokussiert sich und dann fängt die Energie an zu arbeiten. Dann wird die Energie dorthin gezogen. Blood follow. Und dann haben wir ein nächstes Prinzip, nämlich das Qi ist da und dem Qi folgt das Blut. Und das Blut bringt Sauerstoff, Nährstoffe, weiße Blutzellen. Das können wir sozusagen wie so eine Armee, wie Soldaten oder Schutzkräfte eben. Dann haben wir die Stammzellen. Repairman and engineer. Und alle, die eben fürs die Mechaniker und so, alle, die fürs Reparieren zuständig sind. Together with the president, with the cabinet, with the general, with the army, with the repairman, now you fix the problem. Und dann eben mit dem obersten Befehlshaber zusammen können wir dann eben alle Probleme lösen. Now we put the mind all the way up through everywhere, and nobody take care of the inside. Und wenn aber alle immer nur nach außen gerichtet sind und sich nicht ums Innere kümmern, ja, dann kann Now, das auch nicht passieren. So in the Tao said, the small intestine. Und im Taoismus sagt man zum Beispiel, der gehört ja im Element zum Herzen dazu, der Dünndarm. So actually, it's empty.
a space. You have a space. Es ist ja ein Hohlorgan. When you have a space, it can multiply energy. Und wenn es Platz hat, dann kann es eben auch Energie produzieren. So let's try this simple, very simple. But when you started to turn yourself inwardly, now you started to feel a lot of healing power you have. Und wenn man sich dann einmal daran gewöhnt hat, sich nach innen zu wenden und spürt, wie viel Energie man innen erzeugen kann, dann kann man das auch akzeptieren. Everybody knows we have immune system, right? Everybody knows. Jeder spricht ja und weiß, wir haben ein Immunsystem. But we don't take care of it. Aber wir kümmern uns nicht drum. So that's our army. Aber das ist unsere Armee. We have few hundred billion soldiers. Wir haben also mehrere hundert Milliarden Soldaten. That is amazing. Das ist wirklich erstaunlich. Army in the whole world. mehr als es Militär in der Welt gibt, in der ganzen Welt. But we never trust them. Aber wir vertrauen ihnen nicht. We never trust our army. Aber unserer eigenen Schutzmacht sollten wir vertrauen. We want to hide the machinery, to hide the soldiers to fight the warfare. Also wir fragen aber immer wieder im Äußeren, den Kampf für uns aufzunehmen gegen ein Problem. Und auch wichtig ist, wir müssen eben auch unsere Abwehrkräfte trainieren. This abdominal, if you don't move, because this abdominal is the biggest training camp, biggest. Und unser Bauch ist tatsächlich das größte Trainingslager. All the intestinal tissue, the liver, they all can train the arm. Also das ganze Gewebe und unseres Darms kann eben diese Zellen trainieren. We have stem cell and turn to army. Wir haben die Stammzellen, die zur Armee werden. The number, the new number, I said, that's so much. Every second we make 2 billion stem cells. Und jede Sekunde machen wir wie viel? How many? 2 billion. 2 Milliarden. Second. 2 Milliarden. Every day. Jeden Tag. And they can either repair, a repairman engineer, or become a soldier. Also sie können dann dazu erzogen werden, zu reparieren. So it's a big number. Eine ganz riesige Zahl. And why can't? If you go to hospital, doctor cannot do anything. If you have accident, they sew you up and bleeding and stabilize. Now just let your body heal yourself. That's all. All the doctor can do. Und wenn Sie mal überlegen, wenn Sie wirklich was haben und ins Krankenhaus gehen oder zu Ärzten, dann können die zuerst einmal Sie stabilisieren. Aber dann muss der Körper selber den letztendlichen Heilungsprozess übernehmen. If you don't train your soldiers. Aber wenn wir unsere Soldaten nicht trainieren, they cannot recognize the enemy. Dann können sie nämlich die Feinde nicht erkennen. So the abdominal, if you do it, very important. Also ganz wichtig, deswegen unser gesamter Bauchraum fit zu halten. And the other one, everybody knows, that is the thymus. It's the training, it's a special army training. This is the commando training camp. Und wir wissen ja, dass die Thymusdrüse, unser Thymus, eben der Kommandeur des Immunsystems ist. And it's too small now, and it's very delicate. Und es ist ja in Erwachsenenalter ist die ja sehr klein und sehr zerbrechlich. Now sehr we know that sadness and fear suppress them. Und man hat inzwischen stress festgestellt, dass Angst und Depression die Thymusdrüse noch mehr schrumpfen lässt. Now one can activate it when you feel happy, feel love, feel joy. That's it. Aber sie wird wieder aktiviert und pulsiert wieder mehr, wenn wir uns freuen und fröhlich sind und an Positives denken. And that is the major part. Und das so ist ein ganz wichtiger this Punkt. It's very simple, you know. Every day you do it. Und das ist auch so jetzt eine ganz einfache Sache, die Sie jeden Tag machen können. So, you tap it. Und hier gleich am oberen Rand des Brustbeins. You tummy, boom, boom, boom.
Das hat einen Walzer-Rhythmus. Also called little heart also. That's very important. Und das wird auch als ein kleines Herz bezeichnet. Now, another one, this is outside stimulator, but the inside stimulator. Jetzt, wenn wir da so drauf klopfen, you have dann ist es zwar von außen, aber wir stimulieren auch so, von innen hin. So I show you, you see, you laugh. So you feel from here, actually. When you laugh, you activate energy flow, qi flow. So when the blood flow in, it carries the special cell, pass through the thymus gland, they insert the program, they become a commando. Es ist so, wenn wir jetzt durch dieses Lachen die Aktivität in der Thymusdrüse verstärkt haben, dann kommt das Blut und die Blutzellen werden dann wieder programmiert, um die Abwehr anzutreten. Love, feel love, feel joy, feel happy. Liebe, Freude, Glück, das ist das, was die Thymusdrüse mag. But if you don't activate that, aber wenn wir das nicht aktivieren, sadness, depression, stress, fear come in. It is natural, we come in. Traurigkeit, Depression, Angst, das sind alles Momente, die die Thymusdrüse reduzieren. And so these thymus are so much in one with the heart. So they call a tiny little, heart. Und weil das Herz aktiviert, weil die Thymusdrüse, also wenn das Herz aktiviert ist, aktiviert es gleichzeitig die Thymusdrüse. Deswegen nennt man die Thymusdrüse auch kleines so Herz. So very simple is you hold your hand. Und eine ganz einfache Geschichte ist, man hält die Hände hier vor das Herz, lächelt ins Herz. And until, because if you believe the heart store, the inside the heart, the love, joy, happiness. Und wirklich konzentrieren sich darauf, dass es im Herzen Freude, Glück gibt und dass sie das and when you smile and smile and smile and feel the heart shining and radiance. Und lächeln sie, schauen in ihr Herz und spüren, wie das Herz Liebe, Freude und Glück ausstrahlt. The heart. Das Herz. But if you shine radiant and it activates the thymus. Because the heart is so involved with so they call a tiny little heart. That is the thymus. Und indem das Herz dieses Glück, diese Liebe ausstrahlt, aktiviert es die Thymusdrüse. It linked with the heart. Es ist verlinkt mit dem Herz. So you smile to the heart and believe the heart store love, joy, happiness and smile until the heart love, joy, happiness. Und denken Sie daran ganz intensiv, dass das Herz mit Liebe, Glück und Freude gefüllt ist und dass das eben diese Energie ausgestrahlt werden kann, in den Thymus, in das kleine Herz fließen kann. You have to smile in your eye and smile and lift up the corner of your mouth. Und lächeln Sie, wenden Sie Ihre Augen zum Herzen hin, heben ein bisschen die Mundwinkel an zu einem Lächeln im Gesicht. Now when you feel a lot more love, more joy, more happiness in your heart, and your thymus gland, you feel it, you activate. Wenn Sie das intensiv machen, dann spüren Sie immer mehr, dass das Herz voller Liebe, Glück und Freude ist. Und now der Thymus freut sich eben. You move your hand down to the neck, to the navel area. Und jetzt die Hände wieder runter in die Nabelgegend. And you guide the love, joy, happiness, energy down to the small intestine. Jetzt leiten Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit
Freude, Glück aus dem Herzen runter zum Nabel. So very, very important that you hold the image of the small intestine. Und jetzt ist es wichtig, dass Sie das Bild des Dünndarms vor Augen haben. And when you spiral, und wenn Sie dann wieder spiralisieren, you will start to multiply. Und dann vervielfältigt sich die Energie. Just mind, feel your love, joy, happy, appreciation, multiply in your small intestine. Heart can multiply, but the small intestine multiply more because they're empty space. Die Energie, die wir dann im Herzen erzeugt haben, die fließt zum Darm und der vervielfältigt es noch einmal mehr. So nice and good energy inside. Spüren Sie, wie angenehm und leicht es sich anfühlt. Love has the most powerful healing power. Liebe hat die größte Heilkraft in sich. And if you believe that the love can be multiplied, then you have a lot more. In dem Moment, wo Sie auch daran glauben, dass Liebe sich um ein Mehrfaches vervielfältigen kann, and that dann you passiert can multiply a lot more in the small intestine. Und noch mehr dann im Dünndarm. So the whole set we call the inner smile and the creating cycle. Every organ are multiplied each organ. Okay. Und das nennen wir dann eben das Multiplizieren von Energien, was sich dann in jedem Organ wiederholen kann. Now when you feel the small intestine started to receive more love energy, now you have more energy because small intestine is an absorption. Weil ja im Dünndarm wird ja die Nahrung ausgewertet.